Ich will erst das Video von Baswin gucken, im Land der Träume. Guter Mann. Guter Mann. Der Mensch wird durchschnittlich 80 Jahre alt. 80 Jahre, in denen wir leben und das Leben genießen. Cheers. 80 Jahre, in denen wir Vorfahren verabschieden und Nachkommen erzeugen. 80 Jahre, in denen wir lernen. Digga, ich hab noch 50 Jahre zu leben, wenn es so weitergeht. Das ist so viel. Holy shit. Wir müssen uns weiterentwickeln. Und 80 Jahre, Reda eins, Dankeschön. Von denen wir 26 Kuss. Jahre schlafen. Willkommen im Land der Träume. Einem Ort, an dem wir uns ein Drittel unseres Lebens aufhalten. Auf dem Dachboden. Wie schnell die Zeit. Tag für Tag kommen wir in einen unvermeidbaren Punkt. Ich bin müde. An dem unsere Energiereserven leer sind. Egal ob er. Er. Oder er. Wir alle verbringen ein Drittel unseres Lebens gemeinsam mit unserem Unterbewusstsein. Und wenn wir daran denken zu denken, hat es sogar eine Stimme. Und ich habe eben noch geguckt, Chat. Ich habe tatsächlich immer nur anderthalb ich habe Tiefschlaf, Moment, habe ich immer nur so eine Stunde in der Nacht. Ja, also meistens eine Dreiviertelstunde, bis eine Stunde maximal. Das ist nicht so viel. Ich habe dafür sehr viel REM-Schlaf und Träume extrem abgefuckt, was mich mega nervt. Sich auch dein Tag dem Ende zuneigt, machst du das Licht aus. Ein kurzer Abstecher in die sozialen Medien darf nicht fehlen. Und schläfst schlussendlich. Christian Bauer, Digga. Ich ein. Was ist das auch für eine komische Schnitze da drauf? Aber. Was? Reda eins, Dankeschön für die zwei weiteren Gifties. Kuss, Kuss. Danke, du danke, danke. Dich in Phase 1 von 5. Let's do this. Im Einschlafstadium. Dein Gehirn arbeitet, als wäre es wach. Und da du es zuvor mit purem Mist gefüttert hast, spiegeln sich diese Inhalte in deinen Gedanken wieder. Dennoch entspannen sich deine Muskeln. Digga, das stimmt so sehr leider. Und du fängst langsam an, gedanklich wegzudriften. Ich hasse es. Nun Kev, folgt die Leichtschlafphase. Die Herzfrequenz sinkt und dein Unterbewusstsein übernimmt die Kontrolle über deine Gedanken. In dieser Phase befindest du dich mehr als die Hälfte deines Schlafes. Aber wir wollen weiter. Weiter in den Tiefschlaf. Da komme ich aber so selten hin. Ich komme nicht in den Tiefschlaf leider, weil ich die ganze Zeit verfickte Memes gucke jeden Tag und ADHS habe und Koffein trinke und auch Mano. Hier bist du schwerer zu wecken. Dein Körper kann sich bestmöglich erholen. Auch äußerliche Reize werden von dir kaum noch wahrgenommen. Zu diesem Zeitpunkt... Starkes Video. Bist du gedanklich irgendwo, aber eben nicht im Land der Träume. Weil ich gerne Motorrad, weil es cool ist. Ich fahre Motorrad, weil ich das gerne fahre. Denn dafür musst du die letzte Phase, auch bekannt als REM-Schlafphase, betreten. Abgesehen davon fahre ich kein Motorrad. Wobei REM für Rapid Eye Movement steht, was so viel bedeutet, wie dass sich deine Augen in dieser Phase hektisch unter deinen Augenlidern hin und her bewegen. Ich habe die immer auf dabei. Und nachdem deine Muskulatur... Deutschland ist seit Corona im Tiefschlaf. Fahr weg. Digga, Ostern, du hast den ganzen verfickten Stream nichts geschrieben. Das ist dein erstes Kommentar. Ich komme nicht drauf klar. Schlussendlich eben... Aufwachen. Falls abgeschaltet wurde, potenzielle Verletzungen zu vermeiden, fängst du an zu träumen. Und nichts macht Sinn. Oder? Es ist ein Morgen wie jeder andere. Endlich 9 to 5, Malochen. Die Sonne scheint ins Zimmer und abgesehen von den räumlichen Gegebenheiten scheint alles normal zu sein. So sieht Maloche 5 to 9. Ich stehe um 5 Uhr auf und arbeite bis 9 Uhr abends. Nur eine halbe Stunde streamen, dann kann ich schlafen gehen. Mein Zimmer nicht aus. Es wirkt sogar perfekt. Aber das wird mir erst auffallen, wenn ich aufwache. Ja, warum ist da hinten ein Bild von den Backrooms? Du gehst ins Bad und beginnst, ohne zu hinterfragen, warum der Spiegel nicht funktioniert, deine Zähne zu putzen. Plötzlich überkommt dich ein vertrautes Gefühl aus der Kindheit. Du hast eingeschissen. Du hast einen Wackelzahn. Nein, du hattest einen Wackelzahn. Was zum Scheiß? Und da nichts Sinn macht, steckst du ihn voller Panik provisorisch wieder rein und er scheint zu halten. Digga, ist das nicht so ein Ding, dass Leute träumen, dass alle die Zähne ausfallen? Das hat irgendwie voll die Bedeutung. Also es ist doch so ein Traum, den häufiger Leute haben irgendwie, dass ihnen alle Zähne ausfallen. Hatte diesen Traum schon mal jemand von euch, Chat? Und falls ja, was stimmt nicht mit euch? Weil ich hatte den tatsächlich noch nie. Also so, da gibt's aber irgendwie eine Bedeutung für, wa? Zahnverlust. Ein wiederkehrender Traum, der laut Traumdeutung für Verlust, Veränderung, Instabilität oder einen zu hohen Snooze-Konsum stehen soll. Es ist ein Mittag wie jeder andere. Doch du befindest dich nicht auf der Erde, sondern etwa 9000 Meter über ihr, in dem Billigflug, den du vor ein paar Tagen gebucht hast. Du hast zwar keine Flugangst, dennoch bist du nicht der größte Fan vom Gefühl, so weit über dem Meeresspiegel in einem vom Menschen konstruierten Aluminiumgehäuse zu sitzen. Probieren wir es mal mit TikTok. After crashing twice in less than 5 months, leaving 346 people dead. Ach du Scheiße. Das hilft überhaupt nicht, wa? Die Stimmung ist angespannt. Und sie wird noch angespannter als... Ich gehe auf Klo. Oh nein. Oh nein.
hatte weder den Zahnausfalltraum noch, dass ich irgendwie abstürze mit dem Flugzeug. Ich habe immer... Chat, wollt ihr mal meine weirdeste Traumpsychose hören? Ich glaube, mein Bruder hat mal was Ähnliches geträumt. Ich habe auch mal sowas geträumt. Ich habe mal geträumt, dass mich die ganze Zeit jemand beim Kacken stört und beim Pissen. Dass die ganze Zeit jemand kommt und die Tür aufmacht, während ich versuche zu scheißen. Und mich immer daran hindert zu scheißen. Dass jemand mich die ganze Zeit daran stört. So, wisst ihr? Also ich sitze auf dem Klo und wollte in Ruhe kacken. Und ich habe die ganze Zeit davon geträumt. Dass jemand mich nervt beim Scheißen, dass jemand so, keine Ahnung, so Sachen schreit und Musik anmacht und sowas. Das ist ganz komisch gewesen und ich bin halt nicht zum Abschiss gekommen. Versteht ihr, was ich meine? Und ich habe dann so die Toiletten gewechselt und so weiter und so fort. Und ich wurde die ganze Zeit von dieser Person, die hat auch kein Gesicht, aber ich wurde halt immer wieder von jemandem gestört, dass ich nicht in Ruhe scheißen und pissen kann. Das war jemand mit Astralreise. Das war Tomatolix maskiert einfach. Er hat mich in meinen Träumen heimgesucht, um mich beim Scheißen zu hindern. So ein Ding. Das war mein Vermieter, damit ich nicht dieses gottverdammte Rohr die ganze Zeit zuscheiße. Das ist crazy, Mann. Ja, irgendwie konnte ich nicht kacken in Ruhe. Das war mal ein Traum von mir. Und ich bin mal in einen Brunnen gefallen als Kind. Das habe ich als Kind mal geträumt. Dann bin ich aus dem Brunnen raus und dann war ich aber in einer Stadt, wo ich komplett nicht wusste, was abgeht und so. Und dann bin ich gelaufen und wieder in den Brunnen gefallen. Das war so eine Endlosschleife. Das ging immer weiter und das war richtig psychotisch. Und dann bin ich aufgewacht und ich glaube, ich habe ins Bett gepisst. Naja. Das war tatsächlich Duisburg. Ja, das war Duisburg. Life is life, danke für 30 Monate, Kuss. Sehr crazy editiert. Aber warte. Und habt ihr schon mal so, ich bin auch mal aufgewacht, Chat, dass ich einfach mal so eine Erektion hatte und dann war mein ganzes Bett vollgekriegt, ist egal. Mal, du bist am Träumen. Klar kann ich das überleben. Wo ist die coole Musik? Scheiß Copyright. Homelander könnte niemals. Juhu! Oh. Flugzeugabsturz. Ein wiederkehrender Traum, der laut Traumdeutung für Kontrollverlust, Versagen oder große Veränderungen im Leben stehen soll. Babe, cancel bitte den Billigflug. Oder eben Flugangst. Krass. Crazy. Es ist ein Abend wie jeder andere. Chat, wollen wir mal als Format, wollen wir das gleich machen? Soll ich... Alternativ. Hast du gleich Lust, dass wir Traumdeutung gemeinsam machen? Du bist gerade der Lustigste im Chat. Du bist gerade der Lustigste im Chat. Wir könnten Traumdeutung machen. Dann kommt ihr in den Discord-Channel, erzählt von euren Träumen und wir deuten eure Träume, okay? Ich hole die Klangschale, so ein Ding. Du befindest dich auf dem Spaziergang, aber irgendwas stimmt nicht. Oh, ein Zettel. Du wirst verfolgt. Als du dies bemerkst und anfängst zu laufen, wirkt es, als würdest du auf Eis laufen und deine Beine einfach nicht mehr funktionieren. Du hast Angst vor Winter. Du hast Angst vor Winter und Glatteis und vor Langnese, vor der Eisfabrik, ja. Dein Mund funktioniert ebenfalls nicht mehr. Du kommst nicht von der Stelle, kannst nicht... Ah, du hast Wodka getrunken. ...reden und der Verfolger kommt immer und immer näher. Verfolgungswahn. Okay, das träume ich nicht, das habe ich tagtäglich, weil das Finanzamt hinter mir her ist. Ein wiederkehrender Traum, der laut Traumdeutung für die Angst vor Konfrontation, Selbstsabotage und Flucht vor Problemen stehen soll. Das war der Typ, der mich beim Kacken gestört hat. Scheiß Apple. Jetzt wird gezockt. Natürlich gibt es auch noch viele weitere wiederkehrende Träume. Wie zum Beispiel Nacktheit in der Öffentlichkeit. Das ist kein Traum. Das ist tatsächlich ein Traum von mir, aber irgendwann werde ich ihn leben. Irgendwann bin ich an der Domplatte und dann werdet ihr alle sehen. Das Gefühl, unvorbereitet für eine Prüfung zu sein. Ein Treffen mit einem Ex-Partner. Das Gefühl zu fallen. Das Durchlaufen endloser Räume. Backrooms oder das Wiedersehen mit Verstorbenen. Aber es wird Zeit, erneut einzuschlafen. Denn neben den wiederkehrenden Träumen gibt es auch wiederkehrende Orte. Digga, what the fuck? Ist das schlimm? Das ist irgendwie... Guck mal, ich finde, das hat einen... Also dieses Bild, Chat, dieses Bild hat eine unfassbare Wärme, oder? Das gibt mir irgendwie einen eerie Feeling, zeitgleich aber voll das Wohlfühl-Feeling. Checkt ihr, was ich meine? Irgendwie fühlt man sich da low-key wohl, aber auch irgendwie nicht. Das ist weird. Das ist wiederum geil. Das ist wiederum geil irgendwie. Ich weiß nicht, wieso.
Centerparks-Type-Shit. Ja, Centerparks. Hierbei handelt es sich um Orte, die uns irgendwie bekannt vorkommen und Erinnerungen auslösen, die eigentlich gar nicht existieren. Ja, Mann, das habe ich so häufig schon gehabt. Das gleiche gilt auch für diesen Mann. Have you ever seen this man? Ja, das ist Mo, mein Kollege Mo. Der sieht genauso aus. Der Typ aus dem Osten, ja klar. Ein Phänomen, welches 2015 verbreitet wurde und besagt, dass wir ihn alle in unseren Träumen schon mal gesehen haben. Aber... Das ist Mo. Das ist mein Freund Mo. Das ist er. Entwarnung an euer jüngeres Ich. Er entstand nämlich 2009 unter der Domain thisman.org als Marketingkampagne für einen geplanten Film. Und als dies eben rauskam, war die Story eben nicht mehr gruselig, wodurch eben gar nichts rauskam. Doch! Denn 2010, um genau zu sein, ein Jahr danach, kam World of Tanks. Wow. Raus. Cut. Das war die schlechteste Überleitung, die ich je gehört habe. Hä, wie kann er bei Funk sein und Werbung haben? Ach nee, das ist nicht mehr wahr. Achso, ja, Entschuldigung. Du sollst dein erstes Play. Panzer sind cool. Und in World of Tanks gibt's davon reichlich. Du hast noch keinen Panzer? Geringverdiener. Dann hol dir deinen britischen Premium Heavy Tank Cromwell B. Ich fahr ihn schon. Adam Skyline taucht in meinen Träumen auf und sabotiert meine Livestreams. 350.000. Mit Störsendern und macht, dass ich kein 5G-Empfang habe. Und Credits? Für zum Beispiel coole Panzertarnung. 7 Tage kostenlosen Premium-Pass. Wow. Und 3 Leihpanzer. Tiger 3 Leihpanzer? Type 64. Mit dem Code COMBAT. Über den Link in der Videobeschreibung. Nein, ehrlich. Ladet es euch der runter. Podcast? Die Maps sind wirklich groß. Das Gameplay ist intensiv und es ist kostenlos. Und ich habe keine Rechte an der Musik. World of Tanks. Spaß ist ein Cover vom Song. Ist wirklich das beste Spiel, was ich je gespielt habe. In der WhatsApp-Gruppe, no joke. Seit ich auf den Link in der Beschreibung geklickt habe, den Code COMBAT eingegeben habe, sitze ich nur noch im Zimmer und zocke World. Radin fasst mich in einem Traum manchmal an und zwingt mich, Gulaschsuppe mit einem Rentner-Buchclub zu essen. Das ist doch kein Albtraum, das ist doch wunderschön. World of Tanks. Während im Hintergrund die Coverversion von Seven Nation Army läuft. Danke, Jungs. Kein Ding. Ich liebe es. Und du wirst es auch lieben, wenn du es dir über den Link in der Beschreibung runterlädst. Ich hoffe, euch hat meine erste Werbung gefallen. Warum? Schrumpfe. Ich? Meint ihr, wir kriegen ein anderes Streamer dazu, Traumdeutung zu machen? Zum Beispiel, dass Hugo mal in den Channel kommt und so. Das wäre doch schön eigentlich, oder? Heute mache ich die Nacht durch. Weil Tagesträume im Kindesalter am kreativsten waren. Du warst durch diese bei langen Autofahrten nicht alleine. Dieser eine Parkour-Runner auf den Dächern hat dich begleitet. Oh, ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann, diesen Typen. Ich mach das heute noch, aber während ich fahre, das ist saugefährlich. Liegt aber auch tatsächlich daran, dass ich halt doppelt sehe, weil ich immer betrunken Auto fahre. For legal reasons, this was a joke. I never drink alcohol. Ein Blick aus dem Fenster an einem regnerischen Sonntag wurde zu einem spannenden Rennen zweier Fraktionen. Oh ja, oh ja. Die seelenlosen Plastikfiguren in der Lego-Ecke schmecken richtig gut. Das Schwert tut ordentlich weh im egal. Bekam plötzlich eine Seele. Meister, das ist seine Lieblingsfigur. Sie hat die Lore Protection. Oh. Ist das stark gemacht? Sorry. Und die fiktiven Szenarien im Unterricht. Was wäre, wenn ich jetzt die Zeit einfrieren könnte? Was wäre, wenn ich den Lehrer mit der Macht... Oh ja. Was wäre, wenn ich jetzt... Digga, wenn ich die... Ey, guck mal, dieses Zeiteinfrier-Ding. Ich glaube, ich würde jetzt mal folgenden Call machen. Wenn Jungs darüber träumen, die Zeit einzufrieren, sie denken nur daran, was sie alles mit ihrem Schwanz machen könnten. Und ich glaube, Frauen haben einen komplett anderen Zeiteinfriertraum als Männer. Wir Männer sind geisteskrank, ekelhafte Wesen, die wirklich nur bei Zeiteinfrierträumen die schlimmsten Sachen sich vorstellen. Während... Frauen halt also darüber wahrscheinlich nachdenken, wie sie irgendwas Sinnvolles machen könnten. Aber wir Männer sind dumm. Ich habe nur darüber nachgedacht, wie ich, keine Ahnung, nackt irgendwo rumlaufen kann und irgendwie Geld klauen kann. Das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Ich habe wirklich überlegt, ob ich einfach in eine Bank einbrechen kann und Geld klauen kann und ins Schließfach wichsen kann. So ein Ding. Einfach fliegen könnte. Was wäre, wenn... Amok-Alarm. Will ich eigentlich gar nicht Gott. Visualisieren. Alarm ist mein zweiter Vorname. Ladies, ich kümmere mich drum. Krank. Beruhigt euch. Das ist halt eine Sache, auf die ich ja wirklich auch schon mal drüber nachgedacht habe. Steigt dein Promillewert, wenn die Zeit stillsteht, weiter? Wenn du trinkst, ja. Ich habe nur meine Arbeit gemacht. Und heutzutage? Tagträumen wir immer noch täglich.
Ohne Auto den Parkour-Runner auf den Dächer. Ja, ich sehe ihn manchmal schon noch. Lediglich Regentropfen. Ist es ein Tagtraum, wenn ich die ganze Zeit eine Stimme höre, die mir böse Anweisungen gibt? Das ist doch auch so eine Art Tagtraum, oder? Und keine schwerwiegende Krankheit, oder? Und die seelenlosen Plastikfiguren sind seelenlose Wertanlagen. Nee, das ist falsch. Aber wie gesagt, Tagtraum. Hast du das nicht geträumt, David? Dann habe ich das geträumt, okay. Träumen wir immer noch. Mit der richtigen Musik in den Ohren springst du bei einer langen Busfahrt plötzlich in eine erfolgreiche Zukunft. Ja, Digga, also mit dem Song geht's auf jeden Fall bergab. Mit dem Hoodie auf komme ich nirgendwann an. Ein Blick auf die Verkäuferin in der McDonald's-Warteschlange. Wenn ich rausgehe, sehe ich Gegner. Ich habe geträumt, dass ich aus dem Gym geworfen werde, weil ich... Ich habe geträumt, dass ich aus dem Gym geworfen werde, weil ich einem kleinen Mann, der bei einem Spind saß, an den Fuß gepackt habe. Stimmt, das war der Traum, wo dieser kleine Mann dich die ganze Zeit aus deinem Spind genervt. Normalster Traum. Big Mac katapultiert dich in die perfekte gemeinsame Zukunft. Und Dinge, die man in der Vergangenheit vermasselt hat. Du siehst scheiße aus. Danke. Ich meine es selber. Bekommen unter der Dusche ein alternatives Ende. Du siehst scheiße aus. Ladies. Aufgepasst. Dann gibt es noch die progressiven Träume, bei denen man vor dem Aufwachen eine Art Checkpoint erstellt und nach einer kurzen Wachphase genau dort weiterträumt. Boah, das sind die krassesten. Das sind die krassesten. Malochen oder Dias finden? Dias finden. Das sind die krassesten. Da bin ich wieder. Wow. Ich Glückspilz. Die lebhaften Träume, bei denen man meistens mit einem komischen Gefühl und einem langen Blick an die Decke aufwacht und seine gesamte Existenz hinterfragt. Oh ja. Wieso bin ich der Oppenheimer? Ich hab mal geträumt, dass ich zu einem Finanzberater gehe und dann wurden Monte und ich einfach erschossen von so einem Typen, der gegrinst hat im Wartezimmer. Und da bin ich so aufgewacht und habe nicht verstanden, was abgeht. Meine Folge war dessen, ich gehe einfach nicht mehr zum Steuerberater und zahle keine Steuern mehr, so um Monte mich zu schützen. Die False Reality Träume, bei denen man eigentlich nur wie ein NPC seinen normalen Alltag nachgeht, ohne es zu merken. Ich hasse meinen Job. Die Prophezeiungen, bei denen man das Gefühl einer Vorhersehung in die Zukunft hat. Entschuldigung, Forster ist völlig runtergeladen. Die luziden Träume, bei denen man weiß, dass man träumt und halt wie im Kreativmodus so ziemlich alles machen kann. Oh, geil. Geil. Was muss ich tun, um auch eine verfickte Rolle in einem Was-Wenn-Video zu bekommen? Was muss ich tun? Aber warte mal. Kurze Pause. Denn nur die Hälfte aller Menschen haben in ihrem Leben mal luzid geträumt. Die andere Hälfte hat Schlafparalysen. Seht ihr den dunklen Mann in eurem Zimmer in der Ecke? Er ist echt. Daher eine schnelle Zusammenfassung, wie es geht. Die einen sagen, man soll ein Traumtagebuch führen, indem man die Träume direkt nach dem Aufstehen notiert. Heute habe ich von einer Autofahrt im perfekten Leben geträumt. Ich war Ryan Gosling. Hier bin ich. Die anderen sagen, man soll Reality-Checks machen, da wie am Anfang des Videos erwähnt, beispielsweise Spiegel in Träumen nicht funktionieren. Ebenfalls funktionieren Hände nicht. Mit dem Gedanken, durch den Alltag zu gehen und... Wisst ihr, was ich witzig finde? Dass KI genauso ein Problem hat bei Händen und Spiegeln zum Generieren, was extrem spooky ist. Extrem. Routinemäßige Spiegel- und Händechecks zu machen, brennen sich diese Checks irgendwann so sehr ins Gehirn ein... Spiegel plus Hände. ...dass man sie schließlich auch im Traum durchführt. Ich träume! Immer nur geradeaus? Komme scheinbar auch. Dann gibt's noch die Mülltechnik, die literally darin besteht, sich vor dem Einschlafen dauerhaft zu sagen: Ich werde mir bewusst sein, dass ich träume. Ich werde im Schlaf nicht einscheißen. Und trotzdem ist es passiert. Okay, ich träume scheinbar. Und die WBTB-Methode, Wake Back to Bed, bei der man den Wecker auf 5 bis 6 Stunden Schlafzeit stellt, dann nach 20 bis 30 Minuten wach bleibt, an luzides Träumen denkt und dann wieder einschläft. Wenn ihr also heute Abend im Bett liegt und irgendwie in einem luziden Traum aufwacht, denkt an mich und schreibt mir einen luziden Kommentar. Und zu guter Letzt... Ich hatte gerade meine erste Astralreise. Das hier, ja, die sind so geil, auf Astralreise Steuerbetrug begehen. Hier sind 10 Gramm reines Heroin. Da sie ja irgendwo auch eine Form des Träumens sind. Wieso?
weil sie ähnlich wie NATO-Erfahrungen. Meditation oder Drogen eine sogenannte Out-of-Body-Experience sind. Laut dieser Form des Träumens kannst du überall hinreisen. Mal gucken, was die Buben so machen. Besten hat mal wieder Video hochgeladen, Chat. Revi? Oh mein Gott, ich hab's geschafft! Hi, ich bin Revinzeit. Ich hab's geschafft! Ich hab gerade noch gefragt, was ich tun muss für eine Rolle in dem Was für ein Video. Eigentlich zu schön, um wahr zu sein, oder? Yo! Yo, das ist einfach mein Zimmer! Wie geil! Oh. Ich bin ein Gamer. Oder sowas. Ja. Ist das toll! Ich bin so glücklich! Es gibt einige. Ich hab eben noch davon geträumt und jetzt hab ich's geschafft! Träume können wahr werden. Glaubt an eure Ziele und eure Träume. Belege. Telemedial. Der erste liegt darin eins und eins zusammen. Ich nenne mich Verschwörungstheoretiker, aber das ist zu 100% bearbeitet. Nein. Um zu rechnen. Und der zweite in der 2014 erschienenen Aware-Studie. Um es kurz zu fassen. Es wurden random Objekte in einem Reanimationszimmer auf erhöhten Orten platziert. Ups. 2060 Patienten sind dann eben gestorben und wurden reanimiert. Hä? Wir würden Ihnen jetzt gerne einige Fragen stellen. Und auf die Frage, ob Sie eine Out-of-Body-Experience hatten. Ich habe mich von oben gesehen. Meine Seele hat meinen Körper verlassen. Heider haben Wurst an die OP-Tür geworfen. Ey, yo! Ja, ob Sie etwas Ungewöhnliches wahrgenommen haben. Ungewöhnlich wäre es, eine Pickaxe oder so zu sehen, haha. Aber nein, die habe ich nicht gesehen. Nein. Es war Wurst und keine Eier. Vielleicht nur ein Trauma, Herr Winkler. Warum liegt da eine Wurst? War die Antwort bei allen? Nein. Während der Astralreise war ich im REM-Schlafzustand. Das ist ja auch die Phase, in der man am meisten träumt. Ich begehe im REM-Schlaf schweren Steuerbetrug. Ich habe mir eingebildet, dass da irgendwie so ein Satz oder so ein paar Worte aufgeschrieben wurden. Weiß ich nicht, ich habe die ganze Zeit schon an eine Nummer gedacht. Ganz ehrlich, das hat sich nicht wirklich echt angefühlt, sondern mehr so, als wäre es meiner Fantasie entsprungen oder als wäre das irgendwie ein luzider Traum oder sowas. Ich hoffe, ich durfte so viel Tomatolix-Clips benutzen. Und falls du doch Zweifel hast, Felix, erinnere dich an den 22. März 2017 um 14.52 Uhr in Köln, Nordrhein-Westfalen. Tomatolix? Willst du ein Foto? Ich war ein OG. Ist das geil. Ebenfalls sollten wir die Schlafparalyse nicht vergessen. Ein Zustand, in dem man wach ist, während der Körper schläft. Den Night Terror, aus dem man besonders im Kindesalter meist mit einem lauten Schrei erweckt. Und zu guter Letzt, Ladies, ich habe alles im Griff. Das lauwarme Gefühl als Kind, wenn man im Traum endlich eine Toilette gefunden hat. Im Traum darf man niemals pinkeln, kacken und wichsen. Ich gehe bei luziden Träumen immer schlafen, um luzid träumen zu gehen. Kann man das? Das wäre crazy. Krank gutes Video mal wieder. Warum nicht wichsen? Es geht alles in die Hose. Wo haben wir dieses Video nochmal angefangen? Wir sind wirklich in so einer ich bin wohl kurz eingeschlafen. Oh. Wie bin ich denn hier gelandet? Du hast irgendwann ein letztes Mal mit deinen Freunden draußen... Bro, luzid scheißen gehen ist ja so eine dumme Idee. Wenn du luzid träumst und dann weißt, ich träume gerade und dann kacken gehst, weißt du, dass du dich einscheißt. Das ist ja super dumm. Spielt. Niemals im Traum etwas in den Mund nehmen, schmeckt alles nach Arsch. Bist zu merken. Du hast irgendwann eine wichtige Person ein letztes Mal gesehen. Ohne es zu merken. Und du wirst irgendwann ein letztes Mal einschlafen. Ohne es zu merken. Sind Träume also nur ein schüchterner Tod? Ich liege manchmal nachts im Bett und zerbreche mir den Kopf darüber, was nach dem letzten Einschlafen kommt. Ihr seid Ahu, ziehen wir gleich, ja. Bin ich irgendwo? Dann machen wir für gehen immer? Wir rein. Wenn dem so ist, wieso ist für immer so schwer vorstellbar? Werde ich irgendwo in Kann man luzid Netherite haben? Nein. Werde ich dort alleine? Oder mit meinen Geliebten sein? Ein gruseliger Gedanke, den wir einfach nicht begreifen können. Doch wir sollten uns in solchen Momenten vor Augen führen, dass jeder Mensch, der je gelebt hat, vor diesem Schicksal und diesen Fragen Danke, Leon. Steht. Wir, genauso wie jeder zuvor, ist ein Teil von einem großen Projekt, welches sich Menschheit nennt. Crazy gutes Video, no joke. Crazy gutes Video wieder. Was win for the win, man. Und trägt individuell dazu bei. Auch du. Und wer weiß.
Vielleicht wachen wir nach diesem letzten Einschlafen auf. Und wir fliehen der Matrix. Endlich. Endlich raus. Endlich raus. War nur ein Traum. Wenn Sie weiter träumen möchten, wählen Sie bitte eine der vorhandenen Epochen aus und fahren Sie dann mit der Charaktererstellung fort. Ich will zurück. Alle Emotionen, Erfahrungen und Erlebnisse, die in den letzten 30 Minuten passiert sind, 30 Minuten? Waren rein fiktiv. Krass. Crazy. Stellt euch mal vor. Uns gerne wieder. Stellt euch mal vor, Chat. Du weißt, dass es ein gutes Video war, wenn du fast eine Existenzkrise am Ende hast. Das ist ein gelungenes Ende. No joke. Dieses Video entstand durch ein Projekt für meine und. Folgt mir überall etwas, wenn. Und joint meinem Discord. Join meinem Discord. Stark. Oh. Starkes abonniert Video. Mich. Starkes Video. Super starkes Video. Sehr, sehr gut, Bruder Herz. Weiter so. Honorable Mention, dass ich dabei gewesen bin. Vielen, vielen Dank. Sehr, 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 sehr geil. Stark.